Habt ihr schon einmal etwas von dem großen Teilchenbeschleuniger im CERN gehört? Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch grob wissen werden, was das ist. Für die, die nicht wissen, was dieser Teilchenbeschleuniger genau sein soll, man muss es sich grundsätzlich vorstellen wie eine extrem lange Röhre, in der kleine Teilchen unfassbar schnell, nahezu auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden und dann gezielt miteinander kollidieren, damit man eben für die Wissenschaft unterschiedlichste Beobachtungen an den Ergebnissen durchführen kann. Wie genau so ein Teilchenbeschleuniger funktioniert, ist für dieses Video jetzt erstmal nicht wichtig. Doch viele Leute haben sich in der Vergangenheit immer wieder gefragt, wie gefährlich ist so ein Teilchenbeschleuniger eigentlich? Wie gefährlich wäre es, wenn ich zum Beispiel meine Hand nehmen würde und sie dann in den Teilchenbeschleuniger reinhalte und diese nahezu lichtgeschwindigkeitsschnellen Teilchen durch meine Hand fahren? Was würde dann mit mir passieren? Diese Frage ist grundsätzlich erstmal rein hypothetisch, weil es nie so einen Zwischenfall im CERN gegeben hatte. Doch es gab einen viel, viel schlimmeren, der einige Jahre früher stattfand, und zwar in der Sowjetunion. Und zwar geht es nicht darum, dass eine Person seine Hand in einen Teilchenbeschleuniger steckte, sondern direkt den ganzen Kopf. Wir wollen heute einmal über den Vorfall von Anatolij Bugorski reden, der früher in der Sowjetunion als Wissenschaftler für den dort ansässigen Teilchenbeschleuniger gearbeitet hatte. Denn ihr müsst wissen, auch wenn wir grundsätzlich den Teilchenbeschleuniger im CERN kennen, gibt es auf der Welt auch noch andere und das auch schon seit vielen, vielen Jahren. In der Sowjetunion wurden damals ebenfalls Tests mit der starken Beschleunigung von Teilchen durchgeführt. Auch dort war man in der Lage, dass man kleinste Teilchen so stark beschleunigen konnte, dass sie es beinahe geschafft hatten, auf Lichtgeschwindigkeit zu gelangen. Und soweit war hierbei auch alles schön und gut gewesen. Das waren ganz normale Tests, die tagtäglich stattfanden. Doch im Jahr 1978, genauer gesagt im Sommer diesen Jahres, kam es zu einem besonderen Zwischenfall. Denn Anatolij Bugorski wurde gerufen, dass er eben zu diesem Teilchenbeschleuniger gehen sollte, weil es bei der Mechanik einen Defekt gegeben hatte. Ein Teil des Teilchenbeschleunigers schien defekt zu sein und er, weil er Ahnung davon hatte, sollte sich das Ganze einmal genauer angucken und dann auch im besten Fall diesen Fehler direkt wieder beheben. Und so machte Anatolij sich direkt auf den Weg zu der besagten Stelle. Als er dorthin gegangen ist, waren ihm Dinge aufgefallen, die ihm unschön oder unnormal vorkamen. So bemerkte er zum Beispiel, dass die Sicherheitstür, die den Zutritt zu diesem Teilchenbeschleuniger eigentlich absperren soll, unverschlossen war. Sprich, er konnte diese schwere Sicherheitstür problemlos einfach öffnen und das war's gewesen. Als er dann reinging, bemerkte er auch, dass eine rote Lampe, die normalerweise leuchten würde, wenn der Teilchenbeschleuniger in Betrieb ist, ausgeschaltet gewesen war. Aufgrund dieser zwei Hinweise, dass die Tür offen stand und die Lampe aus gewesen ist, ging Anatolij davon aus, dass es derzeit keine Gefahr geben kann, die von diesem Beschleuniger ausgeht. Höchstwahrscheinlich war er ausgeschaltet gewesen, damit er seine Arbeiten problemlos durchführen konnte. Was Anatolij zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht wissen konnte, war, dass es mehrere Fehler gegeben hatte, die nicht kontrolliert wurden. So hatte zum Beispiel ein Mitarbeiter die Tür offen gelassen, weil er gar nicht wusste, dass an diesem Tag noch durch den Teilchenbeschleuniger ein Test durchgeführt wird. Das bedeutet also, die offene Tür war ein großes Versehen gewesen, weil ein anderer Mitarbeiter von Anatolij einfach nicht vorsichtig genug gewesen ist. Und die Lampe war tatsächlich das größte Pech, das er haben konnte. Denn diese Lampe war nicht ausgeschaltet worden, sondern im Normalfall hätte sie an sein müssen und rot leuchten müssen. Doch als Anatolij auf dem Weg gewesen ist zu eben dem Teilchenbeschleuniger, brannte die Glühbirne durch. Das Licht erlosch, weil die Glühbirne defekt war und so hatte Anatolij überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie zu erahnen, dass derzeit der Beschleuniger aktiv ist. Denn ihr müsst wissen, wenn diese Teilchen quasi wie ein Strahl immer und immer wieder im Kreis rasen, dann kann man das Ganze nicht mit dem bloßen Auge sehen. Das Ganze ist für uns nicht sichtbar, es sieht so aus, als wäre da nichts. Und so ging Anatolij zu der besagten, ihm gemeldeten Stelle, die defekt sein sollte, und bewegte seinen Kopf aus der aufrechten Position näher heran.
Dabei tat er seinen Kopf zwischen zwei Teströhrchen, durch den eben gerade ein Strahl aus diesen Teilchen durchgeschossen wurde. Das heißt, ohne es zu wissen, bewegte er seinen Kopf genau in diesen Strahl rein. Ihr müsst Folgendes einmal wissen an dieser Stelle. Wenn ihr jetzt eure Hand nehmen würdet und ihr würdet diese Hand in den Teilchenbeschleuniger reinhalten, dann würde es nicht so sein, dass ein kleines Teilchen euch trifft und eure Hand explodiert, sondern es würde erstmal auf den ersten Blick gar nichts passieren. Die Teilchen würden durch eure Hand durchwandern und ihr würdet eventuell auch nicht mal einen Schmerz empfinden. Ihr würdet vielleicht gar nicht merken, was passiert ist. Doch im Laufe der nächsten Tage würdet ihr Veränderungen an eurem Körper klar bemerken können. Und zwar, weil eben diese Teilchen eine große Menge an Strahlung freigeben. In diesem winzigen Moment, wo dieses Teilchen durch deinen Körper durchfährt, nimmt dein Körper eine tödliche Menge an radioaktiver Strahlung auf. Als Anatoli damals also seinen Kopf zwischen die beiden Teströhrchen begab, schoss eben dieser Strahl ihm direkt durch den Kopf. Genauer gesagt trat der Strahl in seinem Hinterkopf ein und ging durch das linke Nasenloch wieder raus. Anatoli selbst verspürte zwar in diesem Moment keinen Schmerz, aber er sah ein glänzend weißes Licht, als das passierte, höchstwahrscheinlich ausgelöst durch den Strahl, der durch sein Gehirn schoss. Dieses glänzend weiße Licht war laut seiner Aussage so stark gewesen wie 1000 Sonnen. Es war also das hellste Licht, was er in seinem Leben jemals gesehen hatte. Und schon zu diesem Zeitpunkt wusste Anatoli, dass irgendetwas schiefgelaufen war. Irgendetwas Schreckliches musste gerade passiert sein, er konnte aber noch nicht genau ahnen, was es denn gewesen ist. Tatsächlich ging es ihm nach diesem Zwischenfall so gut, dass er seine Arbeiten noch ausführte und danach, ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen, direkt nach Hause ging. Zu Hause angekommen, bemerkte er dann einige Symptome, die auf eine Strahlenkrankheit hindeuten konnten. Aber erst als er am nächsten Tag aufwachte und bemerkte, dass seine linke Gesichtshälfte extrem angeschwollen war, entschied er sich sofort zum Arzt zu gehen, eben beim Teilchenbeschleuniger, und nachzufragen, was das Ganze zu bedeuten hatte. Dort schilderte er dann eben auch, was er am Vortag erlebt hatte, und umgehend wurde herausgefunden, dass er scheinbar von diesem Teilchenstrahl getroffen wurde. Und das Ganze war auch später sehr leicht zu erkennen, denn binnen kürzester Zeit, neben der Schwellung, sah man auch, dass er Haare an der Eintrittsstelle am Hinterkopf verlor und die Haut an den besagten Stellen anfing abzublättern. Das Ganze war eine unfassbar schreckliche Neuigkeit, die Anatoli bekommen hatte. Denn das, was die Wissenschaftler sofort bemerkten, war, dass er in seinem Körper die wahrscheinlich 500-fach tödliche Menge an Strahlung hatte. Das bedeutet, sein Körper hatte nicht nur eine simple Menge an Strahlung aufgenommen, sondern so viel, dass er definitiv davon sterben musste. Weil die Wissenschaftler eben beobachten wollten, wie sein körperlicher Verfall stattfindet, wurde er nach Moskau in ein Krankenhaus geschickt, genauer gesagt in ein Klinikum, wo er durchgehend unter Beobachtung stand. Und in diesem Klinikum konnte man weitere Dinge der Strahlenkrankheit bemerken. So sah man zum Beispiel weiter mit an, wie die Haut sich an den besagten Stellen abpellte. Viele sagen, es sah aus wie Schuppen, die immer nach und nach von ihm abfielen. Man erwartete, dass er binnen 14 Tage tot sein würde. Dass innerhalb von 14 Tagen diese Strahlenmenge seinen Körper völlig zersetzt und er keine Möglichkeit mehr hat zu überleben. Doch alles kam ein bisschen anders, als man dachte. Denn überraschenderweise überlebte Anatoli diesen Zwischenfall. Er erholte sich im Krankenhaus. Nicht gänzlich, er hatte schwere Verletzungen von diesem Vorfall mitgenommen, aber seine geistigen Kapazitäten waren nicht eingeschränkt gewesen. Er hatte danach weiterhin ganz normal arbeiten können und hatte auch weiter wissenschaftliche Arbeiten verrichtet. Er war weiterhin hochintelligent, obwohl dieser Strahl ihm direkt durchs Gehirn gewandert war. Die optischen Probleme oder die anderen Probleme, die er davon mitgenommen hat, waren allerdings eine Lähmung seiner linken Gesichtshälfte, dem kompletten Hörverlust auf dem linken Ohr sowie immer mal wieder auftretende epileptische Anfälle. Diese unterschiedlichsten Symptome kamen eben durch die Zersetzung im Gehirn, die aufgrund von diesem Teilchenstrahl durchgeführt wurde. Da gab es letztendlich nichts, was man dagegen tun musste, damit musste er schließlich leben. Aber im Vergleich zum Tod war dies natürlich ein perfektes Angebot gewesen. Anatoli hatte ein unfassbares Glück gehabt und er lebt tatsächlich bis heute.
Und bis heute kann man immer noch eben etwas unfassbar Bemerkenswertes an seinem Aussehen beobachten. Denn während Anatoli im Jahr 1942 geboren wurde und mittlerweile ein sehr alter Mann ist, erkennt man in seinem Gesicht, dass es unterschiedlich schnell altert. Die rechte Gesichtshälfte, die er hat, die eben nicht gelähmt ist und nicht betroffen war von diesem Teilchenstrahl, ist bis heute ganz normal gealtert. Auf der Gesichtshälfte sieht er aus wie ein ganz normaler alter Mann mit Falten und ähnlichem. Doch während seine linke Gesichtshälfte, die gelähmte, auch grundsätzlich aussieht wie die von einem älteren Herrn, ist sie scheinbar gänzlich frei von Falten. Viele Leute sagen, dass seine linke Gesichtshälfte aufgrund dieser Strahlenbelastung nicht in der Lage ist, normal zu altern und deswegen eben auch niemals normal Falten ansetzen wird. Das bedeutet, immer wenn Anatoli in den Spiegel guckt, kann er weiterhin die Auswirkungen von diesem kurzen Moment sehen, der damals 1978 stattgefunden hat. Der kurze Moment, in dem er Pech hatte und unvorsichtig war und seinen Kopf genau in diesen Teilchenstrahl reinbewegte. Ich wollte euch diesen unfassbar interessanten Vorfall einmal nennen. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.